Das ist immer dasselbe, ja. Kann ich noch einen Kakao machen? Meiner ist nämlich alle. Ja, mache ich gleich. Hast du schon aufgegessen? Kannst du bitte mal ist dein Bruder schon? Warum ist dein Bruder noch nicht? Wenn deine Schwester aus dem Bad kommt, sag ihr bitte, sie soll frühstücken. Ja, und dann ist es schon mal. Noah! Meine Fresse! Was hier? Sag mal, hast du mein Schlageroutfit gesehen? Auf der Couch liegt Lübeck und Falkone zusammen. Ach, danke dir. Ist das ja? Ja, das ist es. Ja, ich muss doch zum Auftritt. Ja, ist gut. Ja. Cool. Aber ich muss sagen, das Chaos hier werde ich echt vermissen. Nächste Woche geht's nach Mallorca wieder. Na dann viel Erfolg auf jeden Fall, ja? Ja, danke dir. Noah, jetzt mach. So, warum bist du noch nicht angezogen? Wir kommen zu spät in die Schule, Noah. Ich habe voll Halsschmerzen. Nee, Fieber habe ich auch nicht. Ja, du bist doch überhaupt nicht warm. Was ist denn da los? Warum willst du. Ist das wirklich der Grund? Ja, klar. Ja, was soll denn sonst der Grund? Ja, ich weiß nicht. Ist das so plötzlich? Ich war gestern Abend, du warst gestern Abend auch wirklich schon so still. Ist irgendwas. Ich hab's ja, einfach, weil ich halt Schmerzen habe. Möchtest. Ich kann gar nicht reden. Ich muss bald. Hand. Sicher? Ach. Kann ich nicht zu Hause bleiben. Ich nehme dir das irgendwie nicht so richtig ab, dass du krank bist. Ich meine, du siehst so nicht krank aus, du bist nicht wahr. Bin ich nicht blass im Gesicht, Marie? Bin ich blass im Gesicht? Marie, kannst du mir mal ganz kurz, gib mir mal dein Handy bitte. Ich will mal nur an den Hals gucken. Du kannst auch Doktor spielen. Mach mal den Hals auf. Nee, ich will dich nicht. Mach Mund auf, mach Mund auf. Mach mal Mund auf. Ich will dich nicht. Mach mal Mund auf. Du machst jetzt mal Mund auf. Richtig auf, wie beim Arzt. Ja, okay, ey. Ertappt. Ich gehe. Danke. Nein. Ja, dann mach jetzt Schlag. Okay, ich mach jetzt deiner kleinen Schwester einen Kakao und wenn er fertig ist, bist du angezogen. Keine Ahnung, was plötzlich mit Noah los ist. Wahrscheinlich einfach nur die Pubertät. Da sind Teenies ja gerne mal ein bisschen komisch. Aber grundlose Schule schwänzen gibt's bei mir nicht. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, was ist gut? Ich bin ein Auge drauf geworfen, weißt du? Das kannst du wohl laut sagen. Wie meinen Sie denn das? Naja, keine Frage. Herr Tönnes hat ja gestern gerade mal so eine Schlägerei verhindert, ne? Ja, naja, gut, das passiert da manchmal in der Schule, ne? Sina hat ja nun ganz offensichtlich ein Aggressionsproblem, ne? Sie haben ja vorige Woche selber eine Ohrfeige von ihr eingefangen, oder nicht? Oh, komm, lass doch einfach schwänzen. Ich habe gar keinen Bock, hier zu sein. Weißt du nur, ich verstehe dich ja. Und ich würde mich an deiner Stelle am liebsten auch verstecken. Aber schwänzen ist echt keine Lösung. Und nach der Ansage gestern haben die es vielleicht auch verstanden. Hast auch recht. Aber bitte erzähl Basti nichts von, Alter. Nicht, mach ich nicht. Der übertreibt dann schon wieder und dann wird es auch noch schlimmer. Mhm. Na gut. Dann ciao, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns später, ja? Ja, pass auf dich auf, ne? Und du auf dich. Alter, hast du keine Augen im Kopf oder was? Du machst nur Stress, merkst du es nicht? Alter, merkst du nicht, dass ich dir schon gesagt habe, dass du dich von meinem Bruder fernhalten sollst? Was ist denn jetzt mit dir? Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Was ist dein Problem? Wie so eine Schutzmauer jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt los, ne? Kleiner Zwerg. Fass meinen Bruder nicht an, okay? Vielleicht sollte man bei den ganzen Vorwürfen auch mal sehen, dass die drei Kinder wirklich ein schwere psychische Trauma erlitten haben mit dem Tod ihrer Eltern. Und wenn man das als Pädagogen nicht erkennt, dann hat man das nicht verfehlt. Naja, also wir erkennen das ja wohl, aber Frau Geiger, das ist ja trotzdem nicht normal, was du nur machst. Ich hab dir gesagt, du fällst meinen kleinen Bruder nicht nochmal an. Bist du komplett gestört? Also, willst du noch doch mal eine? Maul! Ich Alter, ich was soll der Scheiß? Mama, was ist hier los? Alter! Bist du ein bisschen? Jetzt hast du eine Macke. Du bleibst jetzt da. Was, der ist doch selber schuld. Bringen Sie den Tore bitte. Was soll denn der Scheiß? Du hältst deine Klappe jetzt, Noah! Sina, ich bin so maßlos enttäuscht von dir, dass du wieder deine Prügelei anfängst. Das hat dir das nicht erreicht auf dem Campingplatz, nein? Der ganze Ärger, der ganze Stress, den du fabriziert hast, indem du Finn beinahe die Nase gebrochen hast. Ich meine, das Jugendamt weiß Bescheid. Die denken sowieso schon, wir kommen nicht richtig klar mit dir. Und letzte Woche diese Party, die du da veranstaltest. Was soll das? Der Typ hat angefangen, er hat mich provoziert. Was hätte ich denn machen sollen? Wieder die Fäuste benutzen, na selbstverständlich. Nicht einmal mal kurz deinen Kopf einschalten, mal den Gehirn einschalten. Alter, ich konnte nicht anders handeln. Alter, was ist denn hier? Schon mal nicht. Hallo, Herr Thomas. Hallo. Grüße Sie, tut mir leid. Entschuldigung, gehen Sie schon mal ran.
Bisschen vorsichtiger hier, ja? So, Sina. Ich will dir mal eins sagen. An meiner Schule gibt's keine Gewalt, ja? Egal, ob der Junge angefangen hat, ob irgendwas anderes war. Geht gar nicht. Er hat mich provoziert. Was hätte ich denn machen sollen? Nein, ich dulde keine Gewaltausbrüche, ja? Nicht in der Schule. Guck mal, du hast letzte Woche, hast du Herrn Meuer eine Backpfeife gegeben oder eine Ohrfeige. Ja, gestern hättest du fast eine Schlägerei angezettelt. Und jetzt das? Ja, ich werde dich jetzt eine Woche suspendieren und Frau Emeling informieren. Ja? Nein, das ist voll unfair. Kannst du auch mal was dazu sagen? Gerne, du bist suspendiert. Für eine Woche. Ist das jetzt dein Ernst? Ich stehe voll und ganz hinter Herrn Tömmels. Das, was du machst, ist absolut nicht richtig. Und das musst du jetzt mal lernen. Ja, okay. Dann komm ich halt für ein paar Tage nicht in diese scheiß Schule. Du checkst auch gar nichts, oder? Danke. Okay. Du kannst nicht einfach in der Schule eine Schlägerei anzetteln. Warum, Mann? Warum? Hm? Du hast überhaupt keine Ahnung, warum. Ich hab dir schon gesagt, dass der Typ mich provoziert hat. Und deshalb holst du ihm immer gleich die Eisenfaust raus? Warum? Ich meine, das gibt doch noch andere Wege, Sina. Wenn irgendein Arsch du hast, Moment, du hast uns versprochen. Du hast uns versprochen, dass du dich ein bisschen am Riemen reißt jetzt. Noch letzte Woche, als du Paul und mir gesagt hast, dass du hier gerne wohnst mit uns zusammen. Bleib jetzt bitte stehen. So wird es aber nichts. Verstehst du, mit solchen Aktionen versaust du hier alles. Und irgendwann werde ich dir nicht mehr helfen können. Ja, ist doch klar, dass ich für dich die Schuldige bin. Ich bin doch immer die Schuldige. Du denkst auch, ich habe das nur getan, weil ich irgendwie Spaß dran habe. Wenn jemand meinen kleinen Bruder fertig macht. Moment, ganz kurz. Wie meinst du das? Wurde Noah gemobbt? Frag ihn einfach selber, okay? Ich hab genug gesagt, ich hab da auch keinen Bock drauf. Frag ihn einfach und red mit ihm darüber. Noah wird gemobbt? Mann, ey, warum hat er denn Paul und mir davon überhaupt noch nichts gesagt? Ich hätte ihm gerade noch helfen können. Ich will jetzt auch gleich los zu Nino, ne? Du bleibst jetzt bitte noch so lange hier, bis Frau Emeling da war. Hoffentlich ist er das jetzt schon. Schön, Frau Emeling, kommen Sie rein. Herr Hoyer, schönen guten Abend. Tut mir sehr leid, dass so, ich Sie noch in den Also erstmal hätte ich gerne mal gewusst, warum Sie mich aus meinem wohlverdienten Feierabend ja. holen. Ich bin auf dem Weg zum Yoga, 3 Kreuze, das ist das Studium neben alles. Also worum geht's? Frau Emeling, wir machen bitte kurz. Dauert nicht lang. Ja, okay, bitte. Ja, ich wollte mich einmal entschuldigen für den Scheiß, den ich gebaut habe. Und Sie vielleicht darum bitten, ob Sie die Suspendierung aufheben können. Könntest du mir einen Grund sagen, warum ich das tun sollte? An unserer Schule herrscht eine Null-Toleranz-Politik in Sachen Gewalt. Und das gilt auch für dich. Mhm. Frau Emeling, Sie wissen, dass ich bei diesem Thema immer auf Ihrer Seite stehe. Ja, das weiß ich ja, ja eben. In genau diesem Fall bitte ich Sie dann aber auch, das vermeintliche Opfer Tore zu bestrafen. Tore? Richtig. Wie mir zu Orni kommen ist. Ist mein Ziehsohn Noah in letzter Zeit mehrfach Opfer von Mobbingattacken geworden. Durch den Tore, oder was? Ich nehme es sehr, sehr stark an. Ich konnte selber jetzt noch nicht mit Noah sprechen, er ist leider noch nicht da. Aber eins weiß ich, dass seine große Schwester hier ihn nur verteidigt hat. Frau Emeling, das Thema Mobbing ist mir mindestens genauso wichtig wie Ihnen. Genauso wie das Thema Gewalt an Schulen. Und bei solchen Vorkommnissen müssen wir direkt einhaken. Ja, machen wir ja auch. Ich werde solche Zustände an der Schule nicht akzeptieren. Sie wissen selber, dass ich dafür sehr, sehr lange gekämpft habe. Und gerade wenn es um meine eigenen Kinder geht, werde ich das nicht tolerieren. Gut. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Gut. Wir machen jetzt aber mal Folgendes. Wir gehen jetzt alle gepflegt in den Feierabend. Ich kümmere mich morgen darum. Danke. Ich schnapp mir den Tore noch mal und werde ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber nichtsdestotrotz, Sina, Gewalt, no go. Mhm. Also für den Moment spreche ich jetzt einfach eine Verwarnung aus. Ja? Dankeschön.
Aber schreib dir das hinter die Ohren, so geht's nicht. So. Und jetzt würde ich mich gerne verabschieden. Ich gehe jetzt in meinen wohlverdienten Yogakurs und gehe ein bisschen meinen Namen tanzen. Herr Hoyer, wir sehen uns. Mach es aber nicht so toll, wir brauchen Sie noch. Nein, hier wird noch Namen getanzt. Ich bin raus. Tschüss. Musstest du dir das im Vorrat sehen? Das nächste Mal kommst du einfach bitte früher zu mir, okay? Ich habe nur versprochen, dass ich es niemandem sage. Du darfst ihm nicht erzählen, dass du es von mir weißt, okay? Versprochen? Und jetzt schwör ab zu Nino. Auch wenn Frau Emmeling versprochen hat, sich zu kümmern, fühle ich mich deshalb genauso verantwortlich, was zu tun. Ich bin immerhin Noahs Ziehvater. Hey, ne? Hi. Ich konnte nicht schlafen, ich wollte nur noch was zu trinken holen. Noah, können wir mal reden miteinander? Über was? Ich weiß, dass das schwierige Situationen sind. Also, man weiß nicht, was man machen soll. Ich weiß, was in der Schule los ist mit dir. Was ist denn da los? Frau Emmeling weiß schon Bescheid. Ich habe mit ihr gesprochen. Du kriegst jede Unterstützung, jede Hilfe, die du brauchst, die du. Ja? Ich weiß, dass man sich scheiße fühlt. Basti, was redest du da? Mobbing ist eine Kacke. Und die Menschen, die mobben, die wissen oft gar nicht, was sie eigentlich tun. Von wem hast du das? Es ist scheißegal, von wem ich das habe, okay? Wichtig ist, dass du. Basti, ihr braucht überhaupt nichts tun. Ich möchte, dass ihr einfach nur. Still. Ich weiß, dass du Hilfe brauchst und ich weiß, brauche keine Hilfe, Basti. Sina, hast du es ihm gesagt? Ja, aber ich. Ist das dein Ernst? Ich kann auch nicht immer für dich da sein und vielleicht ist es einfach gut, wenn mal jemand anderes hilft. Du brauchst doch gar nicht für mich da sein. Ja, aber wenn dieser scheiß Tore dich die ganze Zeit fertig macht, irgendwer muss dir doch helfen. Ich brauche keine Hilfe von keinem von euch. Und jetzt, Sina. Ach komm schon. Lass mich einfach in Ruhe. Ich dachte, ich kann dir als Bruder vertrauen. Dankeschön! Noah, wir wollen dir wirklich nur helfen. Basti, lass es sein! Scheiße. Ja, das ist gut. Du hast das Richtige gemacht. Was, wenn nicht? Hast du. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir zu ihm stehen und ihm helfen. Okay? Ja, ich. Der soll so eine Scheiße nicht erleben. Ja, ich rede morgen nochmal mit ihm. Und dann lege ich ein gutes Wort für dich ein. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Ich hoffe, dass sich Noah bis morgen wieder beruhigt hat und meine Hilfe annimmt. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass der Junge weiter im Mob wird. Darf ich mal ganz kurz in den Rucksack reingucken? Das ist eins meiner Survival-Messer. Ja, wenn du dich da nicht eingemischt hättest, dann wäre es doch gar nicht so weit gekommen, dass ich zum Scheiß-Messer greifen muss, weil dieser Scheiß-Tore mein Leben zur Hölle macht. Ich weiß nicht, Nino, ich wollte dich fragen, wann wir heute Abend zum Beachclub? Wie kann man so dreist sein? Wenn ich rede, dann hat sie die Fresse zu halten. Was findet er an ihr? Ich habe keine Lust, dass meine Cousine unschuldig in den Knast geht. Wie hieß denn die Olle, wo wir das Foto, wo Olli das Foto gezeigt hat? Dora. Ja. Hi. Hi. Ich bin Model Scout. Hast du mal Erfahrungen gemacht mit sexuellen Übergriffen am Modelset?